Be as you are. I shall be waiting. So. Schauen wir noch schnell in die Kommunikation, in den Posteingang, was da wieder Schönes ist. The system shall change. No more clutching at sunk costs, imposed ideals, hand-me-down hopes. No, we are better than that. Corpus shall know a violent restructuring, but with time enough to face the impending threat from Tau, with renewed and absolute vigor. Or not. Perhaps the rot is too deep. Perhaps the father should abandon his children. Perhaps it is time for a new philosophy. Life's just a bargain like any other. Yours is no different. Would you like a seat at my new table? Perhaps with your masked friends alongside? The business, was it? A curious name. And Utico, of course. All people who know what they want. I know what they want. But what about you? Tell me, friend. What is it you desire? Oh my god. Stand by while I analyze the intelligence profiles of the Grineer. Error, not a number. Did the operator enjoy this witticism? Ich hoffe, man bricht jetzt Bild wieder gerade nicht ein. Ich rechne nämlich im Hintergrund das Deadlock-Protokoll, das jetzt so nach und nach rauskommt. Was ich jetzt so nach und nach mache. Was ich jetzt aber mache, ist gleich im Hintergrund den Stream anschalten, weil die Ereignisse überschlagen sich. Den mir anhören, während ich so nebenher ein bisschen Farming betreibe. Also während ich zum Beispiel Protea-Teile forme und den dämlichen Licht versuche umzulegen, den ich da irgendwo auf Neptun oder Uranus habe, läuft dann im Hintergrund ein Stream von Nuviso und dann vielleicht noch ein paar andere. So, das kommt in einer etwas höheren Schlagzahl raus, diese Dinger. Weil ich komme einfach, weil so wie sich die Ereignisse entwickeln, komme ich einfach nicht mehr hinterher, mich mit dem ganzen getrennt zu beschäftigen, so dass ich jetzt hier nebenher diesen ganzen Kram laufen lassen muss. Daher werde ich aber auch, wenn ich mit anderen zusammenspiele, niemals einen Server hosten, das ist dafür ist die Leitung dann zu laden. So. Und ich würde mal sagen, stoppen wir im Stream. Und ich halte ab jetzt die Klappe. Berlin, Berlin, wir waren in Berlin. Wir waren tatsächlich vor Ort und das ist mein Souvenir aus der Hauptstadt. Also, wir waren auf der großen Querdenken-Demo am 1. August am Brandenburger Tor und alles über die 17.000 Covidioten, die sich da angeblich getroffen haben, gibt's jetzt bei Homeoffice. Eine Korrektur, man hat die Bilder verglichen zwischen Love Parade, wo gesagt wurde über 1 Million. Es waren genauso viele, mindestens. Also das heißt, es waren zur Spitze deutlich mehr als mindestens 1 Million. Es soll ja auch so weit gewesen sein, dass die Polizei irgendwann mal gesagt hat, dass es 1,3 Millionen Leute gewesen sein sollen, die in Berlin gegen die Regierung demonstriert haben. Die Bilder seht ihr hier leider nicht, weil läuft im Hintergrund, aber ja. Wo denn sonst? Also, schnallt euch an, lehnt euch zurück, genießt die Show, jetzt geht's los. Ja, hallo Frank, grüß dich. Hallo Robert. Heute sind wir in ganz anderer Besetzung. Der Kollege Stoner ist noch immer in der Elternzeit. Er lässt auch echt Grüßen an alle draußen in der Community. Er wird bald wieder mit dabei sein. Er vermisst es schon sehr. Und ja, Frank, wie ich sehe, hast du deinen Souvenirhut auch noch auf, ja? Ja, genau. Du hast ja heute auch Mütze auf. Dachte ich mir, setze ich doch meinen Sonnenhut aus Berlin auf, damit mich die Leute auch wiedererkennen, wenn sie jetzt die Sendung sehen.
Also, wir müssen ein bisschen, wir müssen das alles erstmal aufarbeiten, was wir da erlebt haben. Ich muss gestehen, ich bin wirklich noch Endorphin geschwängert von dieser ganzen, von diesem ganzen Tag auf der Rückfahrt heute. Ich bin vorhin erst zurückgekommen aus Leipzig, bin ich wie in Trance über die Autobahn geflogen und habe das alles nochmal rekapituliert und mit vielen Leuten gesprochen und schon hin und her. Und wir beide saßen auch bis nachts am Lagerfeuer und haben versucht zu verstehen, was da eigentlich gestern wirklich passiert ist und wo wir Teil waren. Ich habe das immer noch nicht geschafft, das in Worte zu fassen, aber das versuchen wir heute zu machen. Und wir haben ein Experiment vor. Wir haben heute im Laufe des Tages, wollten wir natürlich hier so viel wie möglich Bildmaterial euch zeigen. Und es ist gar nicht so einfach, so viel Material zu sichten und in einen Film zu packen. Das ist schon sehr viele Stunden Arbeit, manchmal auch Tage. Deswegen haben wir ein Experiment vor. Wir sichten sozusagen das ganze Material, was wir gestern gefilmt haben, mit euch live hier zum ersten Mal. Wir haben so ein bisschen grob überflogen, was wir auf die Ton- und Bildqualität passt, aber der Inhalt ist uns teilweise auch noch gar nicht bewusst. Natürlich, ich habe alles gefilmt, wir wissen es ja, aber was dann dabei rauskommt, das ist immer eine andere Sache. Also das ist so ein Experiment, diese Sendung. Wir zeigen euch quasi unser Schnittprogramm und zeigen euch sozusagen live und ungefiltert und raw und uncut das ganze Material von der Friedensdemo. Und ich sag euch, das sind Bilder dabei, die werden euch umhauen, ja. Also wirklich. Ja, ich kenne ja die Bilder schon, denn ich war sehr, sehr fleißig. Während du von Leipzig nach München gefahren bist, habe ich ja mal eben aus unserem Material ja ein nettes kleines Musikvideo für unseren Schwarz-Weiß mit seinem Song Fake News Media geschnitten. Und ja, also kommt, glaube ich, extrem gut an. Hatte jetzt schon nach wenigen Stunden 25.000 Aufrufe. Wird dann morgen, wenn diese Homeoffice-Sendung online geht, wahrscheinlich noch mehr haben. Und wir spielen es auch später in der Sendung, glaube ich, nochmal ein, wenn wir an der Stelle sind. Aber da wir jetzt mit unseren Zuschauern quasi das Rohmaterial, was wir aus Berlin mitgebracht haben, einfach mal zusammen sichten wollen, ja, wir lassen euch sozusagen teilhaben bei dem Prozess, der normalerweise ja hinter verschlossenen Türen stattfindet. Robert und ich. Kleiner Tipp, ich werde es nicht einspielen. Ja, oder vielleicht sollte ich das machen. Muss mal schauen, wie. Das mache ich aber aus meiner Mission fertig. Wir saßen gestern Abend bei mir zu Hause zusammen und haben schon mal über den Laptop in das Material reingeguckt. Und da hatten wir die Idee, ja, weil wir uns gedacht haben, das wäre ja eigentlich bestimmt mal spannend für den Zuschauer, jetzt dabei zu sein, wie wir selber unser Material von dem Tag auswerten. Und so war die Idee geboren, jetzt bei Homeoffice genau dies zu tun, nämlich wir schauen Rohmaterial mit den Zuschauern. Könnte vielleicht sogar ein neues Format werden. Also wenn es euch gefällt, dann am Ende der Sendung auch Feedback dalassen. Und Robert, dann steigen wir gleich mal ein, Ich habe schon oder? einen Titel, nur wie so Raw and Uncut, sozusagen. Roh und ungeschnitten, ja. Neues Format, genau. Ja, genau. Und dazu dann erstmal hier einen Crashkurs in Sachen Video-Bildbearbeitung. Also, was ihr jetzt sehen könnt, das ist sozusagen das Schnittprogramm. Ich darf hier eine Werbung machen. Ich arbeite mit Adobe, mit Premiere. Und für diejenigen, die das kennen, ist es jetzt was Altes, aber ich erkläre nur mal kurz, was ihr da seht. Hier oben sind zwei Monitore. Das ist der Quellmonitor, die Quelle, die angewählt ist. Und das da ist der Programmmonitor. Und der zeigt mehr oder weniger, was da unten hier in der Timeline, in der sogenannten Schnittleiste oder in der Zeitlinie, wie auch immer man das zeigt. Hier sieht man die ganzen einzelnen Clips, was wir alles gemacht haben. Das heißt also, wir werden mit euch da durch die einzelnen Clips durchgehen und werden dann selber mal gucken, was wir da eigentlich alles gefilmt haben. Also das da hier oben ist dann immer der Clip von der Zeitleiste hier unten. Und wenn wir dann irgendwas gefunden haben, dann mache ich da das Vollbild und lasse das Ganze dann ablaufen. Und so war die Idee, wie wir das heute Abend machen. Okay? Also, Frank, ja, wie wollen wir es anfangen? Wollen wir gleich mit dem ersten Clip einsteigen? Klar, chronologisch. Ich würde sagen, du lässt es einfach mal in mehrfacher Geschwindigkeit ablaufen, denn da kommt ja schon einiges zusammen. Und wenn was interessant ist, sagen wir einfach Stopp und schauen mal rein. Okay, here we go. Also, ich starte hier den Cursor und er läuft los. Und das ist dann hier oben war der Anfang der Demo. Da sind wir gerade eben angekommen am Brandenburger Tor und sind ein Stück weiter reingelaufen in die Stadt und dann kam der Anfangszug, kam dann schon auf uns zu. So, mal ein bisschen, da kam dann auch
ein Kollege von uns von damals noch. Und hier noch mal ein bisschen schneller. Viele Fahnen. Und hier kamen dann schon die ersten, die uns erkannt haben. Und ich muss noch eine Story dazu erzählen, Frank. Und zwar, als wir angekommen sind am Brandenburger Tor. Wir hatten auch, das Universum hat uns einen genialen Parkplatz geschickt, also wirklich ein paar Meter nebendran. Das war ideal. Wir dachten wirklich, Gottes Willen, da einen Parkplatz zu finden, das funktioniert gar nicht. Ich hatte am Anfang in der Früh auch echt eigentlich schon fast gar keinen Bock mehr. Man dachte, Gott, was tun wir uns da an bei der Hitze und so weiter. Und Gott sei Dank hat uns Julia in den Arsch getreten und hat gesagt, komm, wir müssen da hin. Und ja, komm, natürlich müssen wir hin, aber ich war innerlich so, Gott. Und dann kommen wir da an und es war alles so perfekt und die Fahrt ohne Stau und wir waren da. Und dann sagt Frank noch, hier, ich habe noch zwei DVDs im Auto liegen. Weißt du was? Der Erste, der uns erkennt, der kriegt die geschenkt. Und dann so beim Weggehen, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock, die mitzunehmen, schmeißt die beiden DVDs ins Auto rein. Und genau in dem Moment, als das Auto abgeschlossen hat, kam einer, hey, ihr seid doch nur wie so, zack, ja genau, hier, du hast die DVD gewonnen. Und schon, wir waren noch keine Minute unterwegs, schon hat uns der Erste angesprochen. Also das war genial. Ja, war ein Heimspiel, glaube ich, für uns. Es waren ja auch andere Reporter von Mainstream-Medien unterwegs, aber dazu später mehr. Ja, wir sind dann eigentlich am Brandenburger Tor angekommen. Da war es schon nach um eins, also wir waren gar nicht von Anfang an dabei. Und da war natürlich der Demonstrationszug, der sich am Brandenburger Tor getroffen hatte, schon losmarschiert. Und wir haben erstmal halt rumgefragt, ja, in welche Richtung müssen wir denn jetzt irgendwie gucken gehen oder sonst wie. Unsere Idee war, dem Demonstrationszug entgegenzulaufen, also nicht mitzulaufen, sondern dem entgegenzulaufen. Und ja, irgendwann ist das dann auch geschehen. Wir haben vorher, glaube ich, noch ein, zwei Interviews gemacht mit Sympathisanten. Und irgendwann kam dann dieser Demonstrationszug plötzlich um die Ecke und direkt auf uns zu. Genau. Aber ich merke gerade, ich habe zuerst die andere Kamera gezeigt. Wir sind jetzt erstmal bei meiner Kamera, die ich in der Hand hatte. Ja, genau. Da sieht man, genau. Ich bin der mit dem Hut. Links ist Julia. Wir laufen da jetzt gerade Richtung Brandenburger Tor. Das waren quasi die ersten Bilder. Schön, Robert, dass du uns von hinten gefilmt hast. Das ist wirklich sehr, sehr brauchbar. Ich habe einfach draufgehalten am Anfang. Ich habe dann gesagt, wir brauchen Footage, ja. So, Kollegen, nur Wieso-Team. An der Straße, hier an einem historischen Punkt, das war natürlich der Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Da sind wir natürlich dann auch dran vorbeigelaufen, das ist ja kurz vor dem Brandenburger Tor. Und das da sind Aufnahmen, die ich einfach so, um warm zu werden, mal geschossen habe. Jetzt hier Höfers muskulöse Waden muss man natürlich mitnehmen. Und da waren wir, zack, jetzt, das ist dann sozusagen Eingang ins Brandenburger Tor hinein. Ist auch, muss ich ehrlich sagen, immer sehr interessant, was sich da tut. Also das ist ja wirklich ein Hotspot für Touris und für alle möglichen Menschen. Wenn man da durchgeht, finde ich schon, das ist was Besonderes. Also da, die Leute, die man da trifft, die Atmosphäre, die am Brandenburger Tor ist, wir hatten nichts gesehen von dieser Demonstration bis dahin, aber es ist trotzdem was Besonderes, nach Berlin zu kommen. Das ist mir jedes Mal, ist mir das immer was Besonderes. Ja, und das war dann das erste Bild, was ich gesehen habe, sozusagen, was mir inhaltlich aufgefallen ist. Was steht da? Krise ist ein produktiver Zustand. Moment, man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ja, also. Robert, kannst du das ruckelfreier, also sprich in normaler Geschwindigkeit ohne Ton ablaufen lassen? Es läuft gerade in normaler Geschwindigkeit. Ach so, das ist quasi. Das okay. Ist es, ja, ja. Ich habe ja jetzt hier kein Gimbal gehabt, sondern das war nur die Handkamera sozusagen. Aber ja, das war das erste politische Statement, was ich an diesem Tag dann da gesehen habe. Und hier, das war dann unser erster Gesprächspartner, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Genau, ich würde jetzt nicht in die Interviews reingucken oder vielleicht mal hier und da. Heben wir uns das für den Film auf? Verraten wir da jetzt eigentlich vielleicht zu viel? Zu viel. Was meinst du, Robert? Ich glaube, wenn wir jetzt alle Interviews zeigen, dann ist da dann zu viel schon verschossen. Das ganze Material wird natürlich noch in einer Doku komplett wunderschön mit Bild und Ton und da machen wir uns natürlich noch viel Mühe dafür. Heute geht es darum, dass ihr alle einen Einblick bekommt von der Stimmung, von der Situation, von den Menschen vor Ort, was wir da mitbekommen haben und wir nehmen euch da einfach mit auf diese Reise da. So, und jetzt kommt der Zug an. Okay, Moment, Monitor einblenden. Das ist jetzt der Beginn
von diesem Demonstrationszug. Da kommt vorneweg Polizeikolonne und links dran dieser Stromkasten, den ihr da sehen könnt, das war dann mein Podest. Da bin ich dann auch gleich hochgejumpt, um da einen besseren Blick zu haben. Das sieht man jetzt hier sozusagen. Und ab jetzt müsste dann, jetzt hat der Herr Stein seinen Punkt gefunden und da geht's los. Also vorneweg Polizei, das Ganze zum Absichern und Wegegeleit, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und dann im Hintergrund sieht man hier dann schon wunderbar, hier kam die Spitze von dem Demonstrationszug an. So. Und da kamen dann ganz viele und einige von diesen ganz vielen haben dich dann auch erkannt, Robert. Und du wolltest irgendwie gar nicht wieder runter von diesem Kasten. Also ich habe, glaube ich, noch nach 5 Minuten oder so, habe ich dann gesagt, du Robert, das reicht ja jetzt, die Einstellung haben wir jetzt auch. Ja, und du meintest dann nur noch ein paar Minuten. Ja, ich hab noch einen kleinen Zusammenschnitt für später. Das sehen wir dann auch, warum du da nicht runter wolltest. Ja, das hat auch einen gewissen Grund. Weil erstens mal hatte ich da wirklich einen guten Überblick und ich weiß von verschiedenen Demos, auch in München, da habe ich immer bei der SIKO gefilmt, wenn du da einfach 10 Minuten, 15 Minuten stehst, da kommt immer wieder mal eine Szene, die du sonst nie mitkriegst. Man muss einfach draufhalten, einfach gucken, da kommt ein Banner, da kommt ein cooler Typ, da kommt irgendetwas. Und da habe ich halt wirklich dann auch gemerkt, die Leute, die uns da sehen, also mich vor allem mit der Kamera da oben, das war dann wirklich so, dass, ja, wie soll ich das sagen, ich glaube, das nennt sich dann Walking Ovations, ja, also wenn die alle nur wie so rufen, so yeah und super und klatsch, klatsch, klatsch. Also das war natürlich echt etwas total Großartiges, wenn du deinen eigenen Namen hörst und die Leute freuen sich da dabei. Also es ist nicht so, dass ich deswegen diese ganze Arbeit mache, aber es ist ein geiles Feedback, wenn ich merke, hey, das kommt richtig gut an, da, was die Leute gesehen haben. So, weiter im Text. Zack. Hier war dann der Frontwagen und das sind schon die Trommler gewesen, die auch aus Stuttgart angereist sind. Also übrigens sind aus Stuttgart 5000 Menschen angereist, habe ich gehört. Ja? 5000 Schwaben haben sich in Bussen und Fahrzeugen auf den Weg gemacht. Und hier, ach übrigens Frank, hast du das gesehen? Guck mal hier oben, siehst du das? Ja, da ist der Elia T, der hat dich auch entdeckt. Genau, jetzt, guck, jetzt sieht man es gerade hier so. Jetzt guckt er nochmal, jetzt guckt er zurück. Und genau jetzt in dem Moment, ey, ja, Robert, das war genial, weil ich habe ihn ja dann auch erst an diesem Tag kennengelernt. Wir kannten uns quasi unerkannterweise, also das war super. Ja, und so ging's los. Und meine Informationen, die ich hatte, waren, dass dieser ganze Demonstrationszug, der war 8 Kilometer lang. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das 8 Kilometer waren, die Strecke, die sie gelaufen sind, oder 8 Kilometer... Wo quasi Menschen gelaufen sind hintereinander. Weißt du das, Frank? Nein, woher soll ich das wissen? Es gibt ja keine verlässlichen Zahlen zu sowas. Es gibt ja nur Behauptungen, die dann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung völlig übertrieben werden. Dazu dann wieder später mehr. Aber ich würde mal schätzen, das sind schon 2-3 Kilometer alleine in dem Moment, wo du... Kleine Info, was die Zahlen angeht. Was die Zahlen angeht, da haben mal Leute Bilder verglichen von der Love Parade und so, wo auch am Ende die Straße voll war und da haben sie festgestellt, weil da, also erstmal Polizei hat scheinbar am Ende gesagt worden, um der 1,3 Millionen in Berlin auf der Straße gegen die Regierung zu demonstrieren und man hat einmal Bilder von einem unpolitischen Ereignis verglichen von der Love Parade, wo dann auch die Straße voll war, Brandenburger Tor, Siegessäule, und da, auch da hat man gesagt, über 1 Million. Das war ja hier wie, also so wie bei der Love Parade so voll, mindestens, so dass die 1,3 Millionen, die dann irgendwann mal genannt wurden, durchaus realistisch sind.
So viel sind Zahlen noch. Ja, ja. Wissen ja, achso. Additional life support has arrived. Aufnahme gemacht. Ding stimmen. Dem Stromkastenstand ist an uns vorbei marschiert. Ja, das war endlos. Also diese, das ging, das und hier, ja, kamen die ersten, die uns erkannt haben. Ja, so hey, Selfie, jawohl. Also das muss ich auch dazu sagen. Also das ist an dem Tag, ich habe das Gefühl, ungefähr 100 Mal passiert, dass uns Leute angesprochen haben. Und das war wirklich ein fantastisches Gefühl. Und an alle, die wir da getroffen haben, alle lieben Leute, die wir da unten und die wir gesehen haben gestern in Berlin, super genial, euch zu treffen. Danke für das tolle Feedback. Ihr gebt uns Tinte auf den Füller, ihr gebt uns Treibstoff und Flugbenzin. Das hat uns richtig aufgebaut. Das war großartig. Ja. So, und hier sind wir jetzt angekommen an einer anderen Stelle. Das können wir jetzt überspringen. Da ist jetzt nicht viel passiert gerade. Ja, jetzt erinnere ich mich, die nächste Szene dürfte sein. Da kamen doch jetzt, glaube ich, so ein paar Vermummte. Moment, ich suche das gerade nach. Das war relativ am Anfang des Demonstrationszuges. Und plötzlich fingen da so 20 schwarz vermummte, ja, Kinder an zu rennen, zu brüllen. Genau, hier ist die Situation. Da sind sie schon. Genau. So, also eine hier. Stunde, ja, genau. Ach, siehst du, genau. Da, ab da können wir es doch mal mit Ton laufen lassen, ja, oder? So, und jetzt seht ihr hier die Herrschaften in Schwarz. Und mir war gar nicht klar, was in dem Moment gerade eben passiert. Also ich dachte mir, okay, die hauen jetzt ab oder wo gehen die denn überhaupt hin? Und ich spule mal ein bisschen schneller nach vorne, dass man das sehen kann. Hier, und die haben sich dann da eben auf die Straße gesetzt, um da so eine Sitzblockade zu machen. Und ihr seht ja, wie groß die Straße ist. Also das war eigentlich lächerlich, was die da versucht haben. Und die sind dann voll in ihren Sprechgesang gekommen, um jetzt hier so Demo zu machen. Der da hat einfach gesagt, okay, ich setze mich hier auf die Seite hin, damit die nicht noch weiter die Straße zumachen können. Und dieser Demonstrationsteilnehmer hat dann versucht, mit denen ein Gespräch zu führen. Und absolut uneinsichtig. Die haben alle nur ihre Parole gebrüllt. Ja. Aber das Entscheidende war eben, jetzt dann im Laufe der nächsten Minuten sind dreimal so viele Demonstrationsteilnehmer um die rum und haben sie mit Nazis raus angeschrien. Also das war schon ziemlich aberwitzig, die ganze Situation, muss ich gestehen, ja. Wie hast du das beobachtet, Frank? Ja, ich habe die Perspektive auch aus einer anderen Perspektive gefilmt. Und ja, in dem Moment dachte ich halt einfach, na gut, jetzt wissen die halt auch mal, wie das ist, wenn man mit als Nazi bekrüllt wird, ja. Aber in dem Moment ist halt einfach nur ein Spießumdrehen gewesen. War nett. So gehört irgendwie auch dazu. Aber ich meine, es hat die allermeisten gar nicht interessiert. Die sind halt einfach links oder rechts dran vorbeigegangen. Ja, also ich fand es ziemlich, vor allem dieses junge Mädel hier mit den blonden Haaren, mit der Sonnenbrille, die war wirklich im roten Bereich. Also die hat so laut geschrien, die war so hyperhysterisch, das kriegt man hier auf dem Bild gar nicht mit. Ich habe echt gedacht, Mensch Mädel, was machst du denn gerade hier? Das ist doch, eigentlich ist das doch überflüssig, diese Aktion. Aber mein Gott. Okay, das war der Weg dann zum Brandenburger. So, erstmal Video beenden, damit es nicht schon ausartet. Im Übrigen die Videos hier mit diesem Streams im Hintergrund, die werden jetzt erstmal in schnellerer Abfolge kommen. Ich bin hängen, was das angeht, ein bisschen hinterher. Und, ja. So.